Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem meiner Hausbesuche. Ich bin mal wieder in Berlin gelandet und zwar bei Herrn Bargeld, bei Herrn Blixer Bargeld, der euch wahrscheinlich allen ein Begriff ist, selbst wenn ihr jetzt nicht total tief in die Musik bis jetzt eingedrungen seid, die er gemacht hat, so wie ich zum Beispiel, die ich das bis jetzt noch nicht bin, aber die ich trotzdem immer deinen Namen kannte, auch irgendwie eure Werke kannte. Aber so einen richtigen Zugang bis jetzt hatte ich dazu nie. Ich habe immer Beatles gehört und Popmusik. Das Schlechteste. Ne? Auch nicht das Schlechteste, oder? Ich weiß ja gar nicht, ich weiß zum Beispiel nicht, wie, ob du verstehen kannst, dass jemand wie ich zum Beispiel, vielleicht war ich ein bisschen zu jung, vielleicht war ich auch ein Mädchen oder so und deswegen nicht, ich weiß es nicht genau, eher die Beatles gehört habe als ein halber Mensch oder so. Ich höre meistens auch eher Beatles als halber Mensch. Ah ja, echt? Sehr interessant. Also, du konsumierst nicht deine Musik, sondern du produzierst sie nur und sagst dann irgendwie, macht mir ja, damit, es gibt was so, es gibt so eine, es gibt so eine bestimmte Laune, vielleicht ein- bis zweimal im Jahr, wo ich nichts anderes hören möchte. Aber ich denke nicht, dass Neubauten unbedingt die Musik für alle Gelegenheiten ist. Ich hatte dann zum Beispiel einen Freund, der total drauf abgefahren ist. Also, der hat es von morgens bis abends gehört und es war für ihn irgendwie... Und war es anstrengend. Na, Gott sei Dank habe ich ihn damals noch nicht gekannt. Also ich weiß, dass du kanntest deinen Freund noch nicht. Eben. Damals kannte ich ihn noch nicht, als er es immer hörte. Und es hat für ihn, glaube ich, auch seine damalige Situation oder sein Lebensgefühl ausgedrückt, so wie ich das im Nachhinein verstehe, was aber nicht so schrecklich positiv war. Also er war damals 16 und war eher im Gefühlschaos und unglücklich und vom Weg ab. Und für mich war das auch, glaube ich, immer so eine Musik, wo ich dachte, das gehört vielleicht dazu, zu denen, die das hören, die sich dafür begeistern, dass da ein inneres, ja, so ein inneres Chaos oder nicht so ein positives Lebensgefühl dazu gehört. Würdest du das so sehen oder? Nö. Oder meinst du das? Also ich denke mal, grundsätzlich ist es die Verbindung zwischen Lebensgefühl und Musik ist, hat mal irgendjemand gesagt, glaube ich, das wäre eine ungesunde, aber mir ist das auf jeden Fall immer lieber gewesen, weil das der einzige intakte Übersetzungsmechanismus überhaupt ist. Mit jemandem ein Lebensgefühl zu teilen, heißt auch in der Lage zu sein, sagen wir mal, die Musik zu verstehen. Ja, denke ich auch, auf jeden aber Fall. Aber ich würde mein Lebensgefühl, hätte ich nicht jetzt und auch nicht vor 10 Jahren, als negativ beschrieben. Und meinst du, dass, also sagen wir jetzt mal, Anfang der 80er irgendwie ein Zeitpunkt war, wo das enorm reif war für sozusagen so eine Antithese? Der Anfang der 80er Jahre, insbesondere in dieser Stadt, oder in dieser Stadt, die es nicht mehr gibt, nämlich in West-Berlin, war zumindest ein Punkt, wo alles möglich war. Es gab so einen richtigen, also eine richtige Zäsur, wo man einfach das Gefühl hatte, jetzt ist plötzlich alles erlaubt. Jetzt kann man alles machen. Jetzt kann man selber Platten veröffentlichen. Jetzt kann man das unmöglichste, undenkbarste Konzert überhaupt spielen und irgendjemand wird es interessieren. Weil das war West-Berlin war zu der Zeit ein Sammelbecken für Leute, die irgendwas anderes wollten. Das war gut. Ich könnte keinem heute diesen Ratschlag geben, weil ich glaube, die ganze Situation business-wise ist eine völlig andere. Es gibt diese aufgebrochene Wunde nicht mehr. Es gibt diesen Zustand nicht mehr, in dem sehr viele Leute versuchen, das zu verlassen, was da ist. Es ist sehr verhärtet und es ist sehr schwer, da einzudringen. Ich denke, wenn man heute anfängt, irgendwas zu machen, müsste man einen ganz anderen Weg einschlagen. Also so eine Bewegung wie zum Beispiel Techno, die ja... Techno macht aber ein bisschen das. Ja, das wollte ich sagen. Ja. Also die ja eigentlich sehr viel massenkompatibler, ja, noch nicht mal massenkompatibler ist, sondern zufälligerweise. Techno ist ganz seltsam. Techno hat ja ein bisschen diesen basisdemokratischen Anspruch auch. Mhm. Wir haben ja den Anspruch, das kann jeder. Ja, genau. Was eigentlich derselbe Anspruch war, den Punk ursprünglich hatte. Das kann jeder kann es selber und jeder kann es zu Hause machen und was man braucht, ist relativ wenig und man geht nicht den normalen Weg über die normale Plattenfirma und überhaupt der ganze Veröffentlichungsweg und der ganze
der ganze Weg, in dem irgendetwas konsumiert wird, ist ein anderer. Und da hat es auch eine gewisse Ähnlichkeit dazu. Aber das ist, ich glaube, das ist wesentlich extremer hier in Deutschland in dem Fall so, als es, sagen wir mal, in anderen Ländern. Mhm. Techno hat hier keinen Anspruch, und das ist vielleicht das völlig falsche Wort, weil das hört sich an wie 68 oder so, aber es hat hier diesen komischen Flair immer noch davon, diesen seltsamen basisdemokratischen Flair. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, wo ja immer Kraftwerk zum Beispiel als so ein die Urväter vom Techno angesehen werden, so finde ich aber, dass die einstürzenden Neubauten sicherlich auch das habe ich auch mal gelesen. Große Parallele haben. Ich weiß nicht, das kannst du vielleicht besser beurteilen, ob du dich damit irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Es gibt so ein paar Techno-Platten, die nur als Neubauten-Samples zusammengesetzt sind. Die sind auch schon relativ alt, also die sind vom Anfang dieser Techno-Explosion. Hey, ich habe das gar nicht gewusst, das habe ich jetzt erst rausgefunden, als ich mich ein bisschen näher mit dir beschäftigte, dass Depeche Mode bei Peep War People sogar ein Sample von euch benutzt hat. Das ganze Stück ist zusammengesetzt als Neubauten-Samples, ja. Und irgendwo haben die ja auch fast schon wieder was mit Techno zu tun. Naja, aber die waren eine Pop-Elektronik-Band, ja. Ja. Ja, sicher. Und kannst du es irgendwo verstehen, wenn Bands wie Sepultura oder Public Enemy die Neubauten als Vorbilder sehen? Wo findest du denn da das? Ich verstehe es immer, wenn mich jemand als Vorbilder ja, gut. Ich habe die goldene Schallplatte aus Australien da, aber das ist irgendwie für 15.000 verkaufte Exemplare. So schnell geht das da? Ja, aber so schnell geht das da. Wenn du dir jetzt hier die ganzen Veränderungen in Berlin anguckst, fühlst du dich denn dann hier noch zu Hause oder sagst du, ich wohne hier zwar noch, aber eigentlich müsste ich jetzt vielleicht woanders sein oder eigentlich würde zu dem, wie bei mir Aufbruchsstimmungen sind oder wie ich vielleicht Plätze suche, wo ich mehr Reibung empfinde oder so, würdest du dich dann hier zu Hause fühlen? Wenn ich da so eine Alternative hätte, würde es mich vielleicht reizen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo das sein sollte. Wie ist denn Berlin zurzeit? Ho Chi Minh City soll sehr gut sein im Moment, ja. Wie ist denn Berlin zurzeit so? Ich weiß es nicht, ich bin erst vor 2 Tagen wiedergekommen. Ich bin jetzt das erste Mal 1996 wieder in Berlin. Ach echt? Ja. Na, dann scheinst du ja doch einen anderen Platz gefunden zu haben. Nee, ich arbeite nur viel. Ach so, an der neuen Platte. Die ist fertig. Die ist schon ganz sogar fertig, ja, die Single kommt jetzt ja auch raus. Also würdest du Berlin... Mit Merit, ja genau. Merit habt ihr ja vorletzte Woche, wann war's? Die letzte Woche. Gitarristen verheiratet ist. Vielleicht die Gerüchteküche. Dass du mit ihr verheiratet wärst oder so. Nee. Mit wem von den Neubauten ist er denn verheiratet? Ist mit Alex verheiratet. Alexander hat. Ja. Da hätte er vielleicht das Duett mit ihr singen sollen. Hätte er auch machen können, ja. Duette singen sind populär. Duette singen war immer populär. Lange bevor Nick Cave seine erste Duette gesungen hat, hatte ich schon 3 veröffentlicht. Ach ja, echt? Also hat er sich sozusagen von dir inspirieren lassen? Das glaube ich nicht. Ein Duett ist einfach eine legitime Form. Das ist einfach... Das ist irgendwie so schnulzig, finde ich, ein Duett immer. Ist es immer schnulzig? Ja, es hat irgendwie so natürlich so ein sehr romantisches Ding da drin. Ich weiß nicht, was romantisch an Nix und Kylies Duett ist. Das ist nicht unbedingt romantisch. Doch. Sie wird ja 100% umgebracht. Ne? Schon, aber auch das kann ja sehr romantisch Zeit auf der sein. Tour. Ich komme ja gerade aus Japan, das habe ich die ganze Zeit gesungen. Das war jetzt ein Duett zwischen Nick und mir. Wie es ursprünglich auch in der ersten Version, die wir aufgenommen haben, gewesen ist. Wie, was, wo? Ursprünglich habe ich diese Stimme gesungen, die Kylie dann nach diesem Phrasing irgendwie übernommen hat. Ja. Es war immer gedacht dafür, dass sie das singen sollte, aber ich habe es ursprünglich gesungen, damit jemand weiß, wie es geht. Ah ja, das ist ja interessant. Die Version würde ich ja zu gern mal hören. Die wird es wahrscheinlich früher oder später auch geben. Ah, cool. Ja, vielleicht sollten wir jetzt mal unseren Zuschauern kurz erklären, dass du mit Nick Cave, dass sich da ja auch schon eine langzeitige Verbindung mit ihm... Lange. Ist ja schon lange. Mindestens 50 Jahre. Ungefähr 50 Jahre mit kleinen Unterbrechungen. Na, aber wie kommst du denn zu einem Australier? Eine kleine Unterbrechung? Das war ein Scherz, weil die 50 Jahre waren ja auch ein Scherz. Eine kleine Unterbrechung hatte ich keine. Nee, aber 50 Jahre waren es ja auch nicht. Wie komme ich zu einem Australier? Weil der Australier war hier. Die Australier haben die einfach aus ihrem Hass gegenüber London sind die alle in Scharen nach Berlin gezogen.
Und war das irgendwie, also ich persönlich finde Nick Caves Musik eigentlich im Gegensatz zu eurer zum Beispiel sehr eingängig. Ich sage mal, die könnte meine Mutter auch hören, wenn sie die Texte nicht verstehen würde und wenn sie jetzt nicht Nick noch dabei sehen würde oder so, dann wäre das vielleicht sogar, hätte es vielleicht sogar was Folkiges, was Country-mäßig teilweise, finde ich es schon. Auf jeden Fall ist es schön im herkömmlichen Sinne oft. Tonal und... Ja, es ist vielleicht auch nahe berechenbar, will ich es jetzt noch nicht mal nennen. Oder ja, das ist es nämlich nicht. Immer. Nee, es ist vielleicht nicht... Berechenbare Musik ist immer langweilig. Ja, ja. Immer. Aber du weißt, was in den nächsten zwei Takten passiert, das ist immer langweilig. Da du ja Teil von seiner Band bist, wirst du schon auch genau beobachten, was er so tut. Und dass zum Beispiel Kylie Minogue den Duett-Part gesungen hat, des Mädchens, ist ja auch ein absolutes Schielen auf, also weiß ich nicht genau, was den Anstoß dazu gegeben hat, aber ein Schielen auf, hey, jetzt habe ich auch mal Bock auf einen kommerziellen Erfolg, was soll das? Ich mache jetzt das, glaube ich, weniger, weil die Musik sich überhaupt nicht unterscheidet von dem, was wir vorher gemacht haben. Und das ist bei dem letzten Album vor Murder Ballads gab es mehrere Stücke, die waren alle Mörder-Songs, die waren sozusagen überzählig. Und mein Vorschlag war, eine ganze Platte zu machen, nur mit Mörder-Ballads. Und das hat sich dann so langsam, ist das gekeimt in Nicks Kopf und dann meinte er, ja, I can write Mörder-Ballads about two a day. Und dann wurde das eben ein konkretes Projekt, eine ganze Platte zu machen, nur mit Murder Ballads. Innerhalb dieser Murder Ballads, natürlich gibt es da immer einen, der mordet und einen, der ermordet wird sozusagen. Oder manchmal gibt es auch viele, die ermordet werden. Da bietet sich natürlich die Form mit als Duett, bietet sich da automatisch an. Und ich denke, Nick hatte schon lange Zeit immer so ein gewisses... Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber eine gewisse Affektion, irgendetwas zu tun mit Kylie Minogue. Also wie du den Namen Kylie Minogue dann noch dazu reinbringst, dass es dann vielleicht sich besser verkauft oder so. Obwohl Kylie Minogue natürlich in Deutschland wesentlich weniger bedeutet als, sagen wir mal, in Australien. Aber Australiens Schallplattenmarkt ist groß wie Liechtenstein. Dann ist das ja auch ziemlich egal. Ist das denn, also ich habe die goldene Schallplatte aus Australien da, aber das ist irgendwie für 15.000 verkaufte Exemplare. Echt? So schnell geht das da? Ja, aber so schnell geht das da. Aber wenn man dann plötzlich in den Charts neben Take That steht, die du ja wahrscheinlich auch kennst, obwohl du kein Lieber empfängst und dich auch nicht so mit Radio... Ja, das habe ich schon gekriegt. Denkt man dann nicht irgendwie, verkehrte Welt, so war es noch nie, so sollte es nicht sein? Ich habe irgendwie... Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der was dagegen einzuwenden hat, wenn viele Platten verkaufen und viele Leute das mitkriegen. Also das ja, obwohl, hier frage ich mich, ob da... Solange man nicht irgendetwas dafür ändern muss, ist das alles vollkommen legitim. Also man sowohl in meiner Sicht, Weltsicht, als auch in Nicks Weltsicht ist das vollkommen in Ordnung. Und da wir musikalisch nichts daran ändern mussten. Die Musik ist genauso traditionell, was Nick Cave nun mal ist, wie andere Sachen vorher auch. Also wenn es vorhin ist, nur einfach ärgerlich, dass es dann vorher keiner mitgekriegt hat. Ja. Ja, doch, es interessiert mich immer, wie früher ich mit dem Glas nicht. Ich kann das gar nicht. Journalismus ist ein Irrtum der Evolution. Also du hast sozusagen keinen, also jetzt auch für deine Musik zum Beispiel, irgendwie so ein Wunschpublikum, wo du sagst, ich möchte gerne diese und diese Leute ansprechen. Ich meine, ich habe jetzt schon verstanden, dass du die Musik für dich machst und so, aber natürlich hat man... Ich bin sehr glücklich über Leute, die es mögen. Ich bin nicht unbedingt unglücklich über Leute, die es nicht mögen, weil ja immer noch welche da sind, die es mögen. Und wenn man aber dann... Das ist ja sehr avantgardistische Kameraführung hier. Ja, so sind wir. So ist der Jürgen. Ist alles zu statisch hier drin, ne? So ein bisschen Bewegung rein und so. Aber man hat nie so das elitäre Denken, dass man sagt, hey, jetzt plötzlich steht da jemand im Publikum oder kauft meine Platte, von dem ich es nie erwartet hätte, vielleicht bin ich auf dem falschen Weg oder so. Dass man da jemals irgendwie so ein bisschen auch so ein elitäres, zugemachtes Denken hat, so... Elitär ist es auf jeden Fall. Also ich denke, Neubautenhörer sind elitär. Fullstop.
Ach, der Gunnar ist gar nicht so elitär. Nee, dein 16-Jähriger ist nicht so elitär. Diese Worten Hörer sind automatisch elitär, soll es heißen. Wenn ich Interviews lese mit dir, ja, also... Wo ich ständig gefragt werde über Ereignisse in der Hochkultur? Nee, das meine ich gar nicht, sondern wie die Journalisten aus den seriösten Zeitschriften, aus dem Feuilleton, wie die an dich rangehen. Es hat auch irgendwie sowas... Ja, normalerweise ist es so, dass Journalisten aus dem Feuilleton von mir gerne den Fauxpas hören möchten. Treff dich ganz tief unten, der tiefste Punkt der Erde, Marianengraben, Meeresgrund. Zwischen Number Parbat K2 und Everest, das Dach der Welt, dort geb ich dir ein Fest. Wo nichts mehr mir die Sicht verstellt, wenn du kommst, seh ich dich kommen schon vom Rand der Welt. Es gibt nichts Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nur, aber keine Spur von dir. Ich glaub, du kommst nicht mehr. Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich. Keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du nicht von selbst erwachst. Übers Eis in Richtung Nordpol, dort werde ich dich erwarten, werde an der Achse stehen. Aus Feuerland, ein harter Traum. Zum Pol wird alles dort sich nur um uns noch drehen. Der Polarstern direkt über mir. Dies ist der Pol, ich warte hier. Nur dich kann ich weit und breit noch nirgends kommen sehen. Ich warte am falschen Pol. Natürlich ein Grund, warum du dich immer außer dem Spielchen, was du gerne mit Journalisten spielst, der Promo aussetzt. Und das ist natürlich, wenn ihr neue Werke habt, die man vielleicht vorstellen möchte. Werke. Werke. Die man der Welt vorstellen möchte. Und da haben ja gerade das Duett uns mal angehört, das habt ihr leider auch nicht gehört. Ich weiß nicht, alles Wesentliche vorenthalten. Das wollen wir aber eigentlich. Ich weiß ja nicht, wann ihr das ausstrahlt. Das ist ja in einer Woche. Ach so, in einer Woche. Na, dann könnt ihr es noch nicht hören. Nee. Aber wir werden das dann nachreichen, das Video. Also auf jeden Fall muss ich mal dazu sagen, was ich jetzt gehört habe, ein wunderschönes Lied. Du musst sagen, ein epochales Werk. Es ist, also wenn ich mir jetzt überlege, wie ich das nennen sollte, würde ich es vielleicht ein epochales Werk nennen.
schon besser. Und wie du schon gerade sagtest, es bricht eigentlich mit den Vorurteilen, die man vielleicht über die einstürzenden Neubauten haben könnte, weil es eigentlich das Herz schon anrührt. Also richtig so, aber auch mein banales Herz. Du hast ein banales Herz? Ja. Ja, und alter Zweitakter oder was? Ja, genau. Ja, und es ist ein trauriges Lied, ne, wo zwei Menschen nicht zusammenkommen. Ach, überhaupt nicht, hast du jetzt zu Ende gehört. Ich habe versucht, man kann ja nicht sofort folgen, das ist zwar deutsch gesungen, aber es geht um zwei Menschen, die sich verpasst haben. Es geht um zwei Liebende, die sich versuchen, im Traum zu verabreden. Und sich verpasst haben. Und sich immer wieder verpassen im Traum. Wenn das mal nicht traurig ist. Oder nicht? Das ist traurig? Ich finde es ein bisschen traurig. Aber der Refrain geht ja immer, keine Angst, ich finde dich, bevor du noch von selbst erwachst. Stimmt. Das ist doch hoffnungsvoll. Sehr hoffnungsvoll, ja. Und du singst es zusammen mit Meret Becker, die ja auch von ihr schon besucht wurde. Erstens mal das und zweitens aber auch nicht so mit der zeitgenössischen Musik geht, sondern die gerne Chansons singt, die hier auch in Berlin in der Bar Jeder Vernunft so 20er Jahre angehauchte Sachen singt. Ich glaube, dass dieser Song Viva wird dafür sorgen, dass dieser Song auch gehört werden könnte. Ein Hit werden wollte ich jetzt nicht sagen. Bitte. Wünschtest du dir, ne? Ach, aber die Platte war so teuer. Ach, glaube ich dir gar nicht. Das glaubst du mir? Es ist so teuer. Ich hätte jetzt gedacht, Es ist wirklich, wenn man eine neubauten Schallplatte erwirbt im Geschäft, kann man sicher sein, dass die Neubauten alles Geld, was ihnen irgendwie zur Verfügung stand, in diese Schallplatte hineingesteckt haben und niemals einen Pfennig daran verdienen werden. So einfach ist das. Das ist her. Das ist her? Ja. Das ist das Musical? Nein. Kennst du den Ausdruck? Es ist her, das heißt, es ist gut. Ach so, nee, das kenn ich nicht. Ich bin aus einer anderen Gegend. Also hehre Gefühle sind ehrliche Gefühle zum Beispiel. Nee, das ist ja ehrlich ist es sicherlich auch, aber es ist einfach alles Geld, was wir hatten, steckt in der Schallplatte. Und ja, da habe ich mir sowieso mal Gedanken gemacht. Ihr seid zwar auf der ganzen Welt bekannt und geachtet und auch immer noch verehrt. Gehört mir kein Häuserblock in Kreuzberg. Genau, weil nämlich es ist wahrscheinlich nicht so, dass ihr einen tierischen Absatz habt mit eurer Platte. Alle brüsten sich damit, ich höre gern die einstürzenden Neubauten, aber keiner kauft sie. Auf jeden Fall nicht so viele, wie es vielleicht sein sollte oder so viele, hey, wie hört die euch kennen. Hört auf, sich auf Kassette aufzunehmen, kauft sie. Diese ganzen Schwarzdrucke sozusagen. Naja, aber vielleicht könnte sich das ja mit diesem Duett ein bisschen ändern. Habt ihr denn schon Ideen gemacht zu dem Video? Nee, wie würdest du das denn filmen? Zwei Liebende, die sich immer verabreden und im Traum verpassen. Das wäre eine Idee. Wie soll das aussehen? Ich bin nicht so ein visueller Künstler. Ich bin überhaupt gar keiner, abgesehen davon, aber... Du bist ja Journalist, würde ich vergessen. Nein, wie könnte man das denn zum Beispiel darstellen? Schreibt an Viva. Aber ich wollte jetzt noch einen... Bitte, jetzt machen wir ein bisschen Uplift hier. Uplift? Du bist jetzt fast eingeschlafen. Ich muss jetzt so reden wie du. Rede ich in solchen englischen merkwürdigen... Aber ja, abkappen. Das ist der Champagner. Ja, don't worry. Dass du so müde wirst, das ist der Champagner wahrscheinlich. Ich bin nicht müde. Es ist jetzt 17.04 Uhr. Ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde. Das Problem ist jetzt, ich finde das eigentlich gut so, wie wir jetzt bis jetzt gequatscht haben. Und das Thema, was ich jetzt noch dranhängen wollte, das finde ich jetzt so arm, dass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr dranhängen möchte. Das interessiert mich dann jetzt ganz besonders. Aber es passt überhaupt gar nicht mehr rein. Das kranzel ich dann ab. So bin ich überhaupt nicht. Ich spreche nie in Anglizismen. Ach, gebeten. Doch, doch. And how? Also wirklich. Nein, ich glaube, ich werde das jetzt hier beenden, das Interview. Jetzt ist she pissed off, ne? Ihr seid so doof, wie ihr euch jetzt hier über mich lustig macht dabei. Okay, ich mache mich nicht mehr über dich lustig. Was wolltest du jetzt noch ans Thema so an... Abbringen? Nee, das passt jetzt nicht mehr. Ich möchte das jetzt gerne ganz, so abbringen. Ganz hart auf ihr Gesicht. Was wolltest du als Thema abbringen?
ist jetzt nicht mehr suitable. Ah. Steht hier? Shit. Ah, shit. Damn. Piep. Also, ich habe gehört, du bist ziemlich berühmt, habe ich gehört. Ist das jetzt sozusagen der Anfangssatz, als ich in die Tür reinkam, sagte du, das und jetzt, wenn ich gehe, sagst du es nochmal. Ja, das sag als ich Rahmen. Ja, als Rahmen, als Klammer. So. Als Klammer. Als Klammer sozusagen. Ich gehört, du spielst so in Filmen und singst und sowas. Ich habe gehört, du bist eine Ikone. Ich bin eine Ikone. Dafür sorgt ihr ja die ganze Zeit. Bist du eine Ikone? Ich arbeite hart dran. Ja. Also, ich verabschiede mich jetzt von euch. Es war sehr nett mit dir, Blitzer, fand ich. Und entgegen all dieser Gerüchte, dass du so schrecklich der Journalisten-Schreck sozusagen bist. Introvertiert. Ja, und überhaupt einen ständig mehr auflaufen lässt und so. Vielleicht habe ich es die ganze Zeit nicht gemerkt. Das wäre natürlich noch die andere Variante. Muss ich mir hinterher angucken. Oh ja, und dann sehe ich, oh Gott, ich habe es die ganze Zeit nicht gemerkt. Er hat mich nur verarscht. Könnte natürlich sein, aber... Ich doch. Wenn ich es nicht gemerkt habe, dann merke ich es meinen Zuschauern. Das ist doch total wichtig für mich. Sowas müsstest du jetzt wirklich nicht zum Schluss sagen. Das ist ja ekelhaft. Also, macht's gut. Ihr habt es jetzt gerade nicht gehört, was er gesagt hat. Er ist gar nicht so schlecht. Und du kannst... Unverschämtheit. Du kannst dich jetzt auch noch verabschieden, wenn du willst. Ich will nicht. Tschüss.